Macht der Kontakt zu einem Verstorbenen Sinn für mich? Welchen Mehrwert habe ich davon? Generell sollten wir unsere Verstorbenen ziehen lassen und sie mit unserer Liebe begleiten und unserem Segen. Wie heißt es so schön? Unsere Toten sind erst dann tot, wenn wir nicht mehr an sie liebevoll denken. Denn wir brauchen unseren Fokus auf unser Leben, auf unsere Zukunft, unsere ganze Kraft für unseren lichtvollen Seelenplan. Dies widerspricht natürlich überhaupt nicht liebevollem Gedankengut an unsere Verstorbenen. Natürlich widerspricht es auch nicht dem Trauerprozess, der bei jedem individuell verläuft und seine Zeit benötigt. Denn Trauer ist keine Schwäche oder Krankheit, sondern es ist ein Weg, aus einem alten Leben in ein neues hineinfinden zu können, und das braucht Zeit. Wenn die Seele den Schritt über die Schwelle in die jenseitigen Welten nach dem letzten Herzschlag vollzieht, vollzieht sie dies in dem emotionalen Zustand, in welchem sie den letzten Atemzug gemacht hat. War der Mensch zum Beispiel im letzten Atemzug frustriert oder friedvoll glücklich, ist er auch in dieser Stimmung, also in dieser Resonanz in der jenseitigen Welt vorhanden, denn seine persönliche individuelle Realität, die aus dieser Resonanz heraus entsteht, geht ja weiter. Und so mache ich oft die Erfahrung in meiner Online-Ausbildung zum kosmogenischen Trauerbegleiter, wenn wir Jenseitskontakte üben herzustellen. Erstaunlich viele Seelen wir in der jenseitigen Welt wahrnehmen, erleben, sehen, die anstatt frohlockend, voller Leichtigkeit mit den Engeln tanzen, ihren Bewusstseinsweg ins Licht zu Liebe vollziehen und sich selbst reflektieren in ihren vergangenen Inkarnationen, eher orientierungslos sind. Ein gezieltes Gebet von seinen Hinterbliebenen zu dieser Seele, eine gezielte persönliche Ansprache, bringt wahrlich Erlösung, weil sie Vertrauen in dieser Seele anregt. Sie spürt, sie wird geliebt, an sie wird gedacht. Sie bekommt den Impuls für ihre Orientierung, geht in eine liebevolle Resonanz und ist dann bereit, die Engel zu sehen und auch anzuerkennen und ihnen ins Licht zu folgen, ist bereit, die Liebe der Engel anzunehmen, denn der freie Wille einer Seele ist auch im Jenseits unantastbar, und die Engel in ihrer Engelsgeduld sind bei dieser Seele, ganz gleich, wie lange sie sie ablehnt oder nicht wahrnimmt, weil sie bedingungslos lieben. Und da jede Seele in der Liebe zu Hause ist, findet früher oder später jede Seele natürlich ihren Erleuchtungsweg zurück zu der göttlichen Urquelle hinein. Es ist nicht entscheidend, in welchem Zeitrahmen, weil im Jenseits gibt es ja keine Zeit- und Raumdimension. Und ob die Seele vielleicht mürrisch jetzt oder glücklich ein Tag ist nach dem letzten Atemzug oder 10 Jahre oder 100 Jahre ist für die Seele nicht entscheidend, weil es fühlt sich für sie alles wie ein Augenblick an. Wenn du das Gefühl hast, deiner geliebten Seele im Jenseits geht es nicht gut, du träumst von ihr, dass sie was sucht, hast das Gefühl auch von Schwere, wenn du an sie denkst, hast den Eindruck, sie hat diese emotionale Schwere nicht loslassen zu können, dann sprich ruhig, meinetwegen auch ein klassisches Gebet in guten Gedanken an diese Seele. Zünde eine Teekerze für sie an. Du kannst auch wahrlich gezielt sie in deinen Gedanken ansprechen, ihr alles Gute wünschen, so als ob dieser Mensch wieder vor dir wäre, und Orientierung geben, sagen einfach, du bist liebevoll und liebenswert. Schaue einfach nach oben in das Licht und folge den Engeln. Und wer weiß?
Eines Tages sehen wir uns vielleicht wieder. Und solange trage ich dich in meinem Herzen voller Liebe. Und du wirst spüren, ob die Seele höher in das Licht sich hineinschwingen konnte, weil sie ihre Leichtigkeit mehr zulassen konnte an deiner eigenen Leichtigkeit. Und auch daran, dass du unregelmäßiger an diese Seele denken musst. Viele haben sogar Angst, die Trauer loszulassen, aus der Furcht heraus die letzte Verbindung zu dem Verstorbenen zu verlieren. Du brauchst aber keine Angst zu haben. Du wirst die Verbindung immer bewahren, nur dann aus Liebe heraus. Und die Seele im Jenseits kann glücklich, voller Leichtigkeit sein und deine Seele im Diesseits kann ihr Glück auch ausleben, denn auch unsere Verstorbenen da oben wünschen in ihrer Liebe, dass es uns gut geht. Und auch dir darf es gut gehen. Sorge bitte gut für dich.